Hey, so Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Ich bin Justin Five und ja, das letzte Mal haben wir uns hier durch die Nugget Brücke, die nicht aussieht wie eine Brücke, gekämpft. Und gerade wurde das Knowledge gedroppt, eventuell, dass hier auf dieser Wiese Antons rumlaufen. Oder Abras. Das wäre sogar noch cooler, aber dass ich dich fange, ist sehr unwahrscheinlich. Trotzdem werde ich es mal versuchen. Hier, stirb! Ah, nice. Und tschüss. Danke, dass ich meinen Pokéball an dir verschwendet habe, du Mistvieh. Du schon wieder. Du schon wieder. Ach komisch, jetzt triffst du. Jetzt trifft er. Jetzt treffen wir wieder. Jetzt treffen wir. Okay. Okay denn. Was ist hier noch? Hier, komm, hier wird ja wohl noch irgendwo was sein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh shit, it's Mirapla. It's Mümmelmann. Oh shit. Ja, gut, dass ich gewechselt habe. Das wäre nämlich ein toter Sui. Ah, das überlebst du ja wohl. Geht doch. Alter, was soll man mit... Ne? Ich meine, was sollen wir mit einem Mirapla, aber... Letzten Endes sage ich mir, du weißt nie, wann du es mal brauchst. Oh Mann. Unkraut. Diese Pokémon bringen Tag unter der Erde. Nachts war das umher und sieht Samen aus. It watches porn. Okay. Okay. Gulba. Hat ein bisschen was von Gülle und noch was anderem. Was haben wir denn da? Liegt hier einfach so gratis rum. TM45? Okay. Was haben wir denn da? Was ist denn das? Dönerwelle. Ja, Kachupi kann das schon. Kachupi weiß schon, wie man Leute paralysiert. Kachupi macht es nur anders. Es bricht ihm einfach nur die Beine. So schaut's aus. Hier noch irgendwas Cooles? Something nice. Something swell. Außer du. Oh, ein Slimer wäre auch cool. Der wahre Güllemann. Zoe. Es sind Momente wie diese. Es sind Momente wie diese. Trefft hier überhaupt mal irgendwer irgendwas? Ging da ne... Well. Ich meine, ich hatte auch mal damals... Kann ja mal kurz erzählen, wo ich jetzt gerade dabei bin. Ich habe damals mal mein Final Fantasy X2 geglitscht aus irgendeinem Grund. Auf einmal war hier... ging alle Attacken immer 100% daneben. Sowohl vom Gegner als auch meine. Wir waren also in einer Endlosschleife des absoluten Chaos gefangen. It was horrible. Gehen wir mal einfach weiter. Vielleicht braucht man... Masu ist jetzt Level 17, 19... Ich weiß nicht mal, wie ich Bird Person trainieren soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Wer braucht schon Mew? Get that shit away from me. Oh Gott, es ist schon wieder ein fetter Wanderer. Natürlich hast du ein überfahrenes Macholo. I mean, look at this shit. Es sieht aus, als wäre es überfahren worden. Okay, was machen wir jetzt am besten gegen dich? Ich versuch's mit Bird Person. Auch wenn ich das Gefühl habe, Bird Person geht da gleich drauf. Höchstwahrscheinlich. Und jetzt geht Bird Person tot. Ja, stimmt. Das Ding sieht echt aus, als wäre es überfahren worden. Kachupi. Wirklich, sobald ich einen Ersatz finde, ne? Bird Person wird rausgeschmissen und Bug Bumble wird rausgeschmissen. Beide davon. Okay, und das überlasse ich. Ach, Gobble, komm.
So gehe ich das auch zugeben, aber Gobbelglob muss auch mal ein bisschen hochkommen. Diese Enttäuschung auf zwei Beinen. Gis denn? Grr. Aber schwer gekämpft, grr. Bap, 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 bap. Da, 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 da. Ich würde jeden Starter aus Gen 1 nehmen, außer Bisasam. Das Schlimme ist, ich weiß ganz genau, wenn ich irgendwann die silberne Edition mache, werde ich das wieder, werde ich wieder so ein Glücksrad, ne, machen und dann, ne. Und dann werde ich wieder denken, wobei, ne, in der zweiten Gen gibt es mehr Pokémon, die ich in der, die halt, alle drei Starter in Gen 2 sind irgendwo toll. Am liebsten habe ich in der zweiten ja immer noch Kanimani, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein soll. Weil Tyrokok, erstmal ist Tyrokok super cool. Und Impagator genauso. Oh mein Gott, dauert diese Attacke lange. Oh mein Gott, dauert die Attacke lange. Und das waren 4 Treffer. That's a dead bird. Ich hätte auch lieber Shiggy genommen. Shiggy ist auch awesome. Mal, oben links soll ein Item sein? Da? Wow. Ich drücke am besten, glaube ich, nur noch A, wenn ich durch die Gegend marschiere. Ich bin schon back. Ah, wir haben gekämpft. Ich könnte mal dich total ignorieren, Dude. Nur mal so, du könntest dein Leben lang da stehen und niemand würde dich bemerken. Oh, scheiße. That's a huge dick. Ah, überlassen wir das Gobble. Also Glumanda und Shiggy sind bei mir eigentlich so ein bisschen gleich auf, sagen wir es mal so. Ich finde beide cool. That's a dead dick. Mehr Erfahrung für Gobble. Mehr Erfahrung für Sui. Sui muss sich sein Kram mit Gobble teilen. Ja, Partybesuch. Oh, ich will auf den Chef. Oh, da kommen wir ja auch noch hin, ganz vergessen. Eieieiei. Teenager möchte kämpfen. Setz Fleckmon. Wieso sieht hier jedes Pokémon aus, als wäre es überfahren worden? Katschupi, übernimm du mal. Wow. Pokémon Rot, eine Zeit, wo alles noch ein bisschen flashiger war. Wow, Flash. Solar Flare. Apropos Solar Flare. Ich habe heute mal was gefunden, nämlich die deutsche Synchro von... Oh, ich bin was? Gutes Katschupi. Nämlich die deutsche Synchro von Dragon Ball Z. Und Jesus Christ war die Savage. Nur mal so nebenbei. Oh, boah, sauer. Die war ja mal richtig Savage. Die haben sich ja konstant irgendwie beleidigt, die Leute. Nicht mehr feierlich gewesen. So, was hast du? Nidoran. Man kann nicht leben. Hier, hab einen Stein. Oder sei schneller und hab keinen Stein. Jetzt hab'n. Ist die Trefferquote von Steinwurf so unnormal gering? Das ist ja... Ui! Ich meine, ich habe bislang noch nichts gefunden, wo Sui irgendwo halbwegs umbringen könnte, ne? Aber... Noch ein Nidoran. Ja, Mensch, ich habe auch noch einen Stein dafür. Nimm das, du Hamster. Du bist nicht die Queen. Kommt davon, wenn du nicht die Queen bist. Dann trifft man nämlich nicht. Boom, Steine. Yeah. Ich find's geil, wie Sui in diesen zwei Folgen einfach so dermaßen aufgerockt hat. Ah! You understand?
Rock, weil... ja, okay, gut. Eigentlich müsste ich Kachupi leveln. Kachupi braucht ein bisschen... Ach, fuck it. Warum dir keiner sagt, dass ich streame? Also ich weiß nicht, ich habe nur die das Feature, dass du mir followen kannst. You know? Mehr kann ich dir auch nicht anbieten. Und dann sagt man dir eigentlich immer, dass ich stream. Oh ja, dem Good Old Artworks. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, was es ist, aber ich liebe den Artstyle von diesen Artworks, die ich hier gerade habe. Von daher... Oh, ich mag ihn einfach. Es ist ein geiler Stil. Noch was. Er sieht noch wirklich aus der handgemachten Zeit und, you know. Okay, das überlassen wir mal Killer Queen. Das überlassen wir unserer Königin. Oh mein Gott. Okay. Guckt unsere Queen am besten nur von vorne an. Nicht von der Seite oder von hinten. Oh mein Gott. Unsere Queen. Sie ist... Wow. Mächtig. Es ist wie ein Kaiju. Und dann lassen wir unsere Queen mal da. Das ist echt ein Panzer. Unsere Queen ist ein Panzer. Killer Queen. Der Panzer, er rollt wieder. Ay, caramba. Komm her, ich will das Item, was du da beschützt. Aber dafür muss ich dich aus deinem Loch locken. Oh, du hast eine Freundin. Oh mein Gott. Es ist echt Godzilla. Das ist das Schlimme. Der Backsprite von unserer Queen sieht echt danach aus. Nach dem Motto, oh scheiße, das ist Godzilla. So, Gobble. Geslash! Ich glaube, mit der nächsten Arena dürften wir keine großen Probleme haben. Ich denke, das können wir auch Kachupi rocken lassen. Eigentlich. Wäre sogar, glaube ich, gar nicht mal so doof eigentlich. Nein, wir haben... Wir stellen Kachupi an die Front. Stellen Gobble hinterher. Ja, ja, ja. Das ist schön und gut. Aber Wickel kannst du dir echt woanders hinschieben, Junge. Ich ziehe mir jetzt nicht immer eine halbe Stunde Animation rein für Wickel. Das kannst du dir schön woanders hinschieben. Was haben wir denn da? TM19. Yeah. Geowurf. Okay, wer kann Geowurf? Killer Queen kann Geowurf. Zoe kann Geowurf. Oh mein Gott, aber lernt er das nicht so schon? Und Kachupi kann Geowurf. Alter. Okay, Kachupi rastet. Ich merke schon. Und ich werde mal was benutzen. Wir haben ja noch ein KP Plus. Alles für die Queen. All for the Queen. Ist überhaupt kein Meme oder so. Nein, wie kommt ihr drauf? Stimmt, Glutexo hier im Rahmen hat nur 4 Zähne. Armes Schwein. Aber Moment mal, hat Glurak überhaupt Zähne? Mehr KP für die Queen. Slash. Ach ja, stimmt ja. Flashback. Ich weiß, Mega Geowurf ist scheiße. Es macht einfach nur so viel Schaden, wie du Level hast, ne? Ergo, jetzt würden wir... Fuck you, guy. Shit. Okay, das ist ein Fall für die Queen. Sandan. Oh, Sandan ist so toll. Vor allem bin es nur ich oder habe ich irgendwie das Gefühl, dass Sandan Sprite hier irgendwie mega... detailliert aussieht hier im Front. Nur mal so nebenbei. So detaillierter als der Rest. Ja, also gut. Aber, okay. Okay, sorry, aber stellt es euch vor. Stellt euch Suis Kopf vor, wie ihm seine Arme aus diesem Kopf kommen, er jemanden packt und suplext. Und sagt mir, dass es nicht das Awesomeste ist, was ihr je in eurem Leben gesehen habt. Ich meine, seien wir mal ehrlich, das wäre super awesome.
oder Katschupi. So ein kleines Pikachu packt dich einfach nur und suplext die Scheiße aus dir raus. Oh mein Gott, das ist... I love this way too much. Und ich merke gerade jetzt, dass ich gegen Mirapla echt Sorgen habe. Okay, Queen. Unsere Queen macht da sowieso, die macht da ja keinen Kranz draus. Die slasht das Ding jetzt einfach ins Nirvana. Suplex City, aber sowas von. Kaswam! Get swiped! I will swipe the fuck out of you! Und wem? Gobbleglob ist Level 20. Nice. Und Queen ist unsere Queen. Oh. Auf unsere Queen ist immer Verlass. Okay, das ist... Wir werden aber schaffen. Reikop, danke dir fürs Followen. Ah, shit. Das Ding ist schneller. Und stärker. Shit. Nein, nicht Bug Bumble. Doch nicht Bug Bumble. Was soll Bug Bumble denn da machen? Sui kann die Kiko-Kanone. Oh, da wird ja mal schlimmer hier. Was wisst ihr alles über Sui, was ich nicht weiß? Oh Gott, ich hoffe, der hasst mich wirklich nicht. Ich meine das wirklich alles nicht böse, Dude. But things escalate way too quick. I can't control it. Killer Queen. Wenn ich Glück habe, erfährt er nie davon. Eieiei. Killer Queen. Slash. Volltreffer. Auf unsere Queen ist immer Verlass. Oh, hey, bin ich neidisch. Okay, das ist schön für dich. Wunderbar. Komm, ist hier doch irgendwas? Gerade nicht. Okay, gehen wir zu Captain Bill. Hey. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keins. Einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Dann glaubst du mir nicht? Ein Experiment misslungen. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Aus, hilfst du mir? Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellenteilungsprogramm. Okay. Wo ist jetzt das Face-Swap-Tool? An den Zellenseparator in Gang gesetzt. Babadadu! Oh well, wer hätte das gedacht? Boah, klasse, danke Kumpel. War bei mir etwas gut. Hier, um dir deine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein? Oh, das ist schade. Ich habe nämlich gar keine. Wie kann ich dir denn nur danken? Nimm einfach das hier. Ein Bootsticket. Stimmt ja. In Urania City, da wo Uran lagert, ne? Ah, ein großes Kreuzfahrtschiff. Das ist Anne. Oh shit, nicht Anna. Anne. An Bord befinden sich ja Trainer. Sie haben zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viele Trubel nicht. Hättest du Lust, da hinzugehen? Okay, dann. Dann gehe ich da halt hin. Mir ist das scheißegal, Dude. Mir ist das absolut scheißegal, Dude. Ich gehe da auch hin. Ich muss zwar jetzt gerade noch ihr gleichen Trainer klatschen. Also das ist jetzt das Einzige, was noch auf meiner To-Do-Liste steht. Aber dann bin ich... Ich habe das Wochenende Zeit. Ich hab das ganze Wochenende Zeit. So ist ja nicht, ne? Ist das die Frage, meint es heute noch oder meint es in der nächsten Folge? Ich weiß es nicht. Ich denk mal. Ach komm. Weil ich euch heute gerne hab, mache ich das heute noch. Die Katschupi. Das Katschupi-Event. Der Katschupi-Ausraster. Also eins weiß ich auf jeden Fall. Sui hat jetzt hier in der Arena nichts zu melden. Das weiß ich jetzt schon. Aber Katschupi dafür. So, Gobble, geh mal beiseite. Du bist nur Backline. Und wenn du versagst, lass ich's unsere Queen machen. Auf unsere Queen ist immer Verlass. Geht los. Ich ertrink nur, aber ist okay.
Hoa! Oh, Seeper, Seeper ist toll. Um genau zu sein, Seemon. Seemon ist awesome. Wisst du nur nicht, wo ich eins herkriege? Blubber! Oh, scheiße, Bubbelblasen. Jetzt habe ich Seife im Auge. Die Queen ist keine gute Idee. Traust du der Queen nicht, Vorox? Traust du der Queen nicht? Ich bin enttäuscht. Also die Queen... Ihr glaubt der Queen nicht? Ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht. Ich habe gedacht, ihr würdet der Queen mehr Vertrauen schenken. Natürlich ist Boden gegen Wasser schwach, aber... Aber hallo? Wie kommt der Kerl da überhaupt hin? Nur mal so nebenbei. Achso, ich kann hier... Wow, okay. Misty, Sieger Gorf. Gorf ist auch ein Arschloch. Nur weil die Queen Bodentyp ist, hat sie instant keine Chance. Leute, ich bin echt enttäuscht von euch. Die Queen ist Omni-Element. Look at this shit. Look at this trash. Ich hab echt gedacht, ihr hättet mehr Vertrauen in unsere Queen. Aber wisst ihr, diese Arena ist so belanglos, ich werde unsere Queen nicht mal damit belästigen. Das kann Kachupi machen. Aber um die ganzen Heretics hier, ne? Um die kümmere ich mich später hier. Vertrauen der Queen nicht. Also es ist ja wohl... Ich glaube, es geht los hier. Das ist ja mal... Ganz bei den Statuen angeln. Ich habe gesagt, das ist keine gute Idee, nicht, dass es nicht schafft. Ach so! Ah, jetzt ist es also so. So ist das also. Oh, du musst neu sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Dein Trainer zu Profi, möchtest du? Wo ist der Sicherheit-Pokémon-Taktik erarbeiten? Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Meine Schäfer sind auf den Gnaden-Offensiv-Einsatz vom Wasser-Pokémon. Herr! Ich habe keine Ahnung, warum Stern du damals so eine Stimme gekriegt hat. I have no idea. Was wird das denn? Aquaknarre, du bist ein Seestern. Du bist Patrick. Das Schlimme ist, eigentlich mag ich Stern, du und Stami. Stami, wenn man vom Teufel spricht. X-Abwehr, ach du Scheiße. Deswegen... Just in case. Paralysiert. Get dicked on. Oh, das ist der legendäre Fischer dann. Oh. Oh shit. Oh shit. Oh, that's Kachupi, alright. Nein, nicht Sui! Oh scheiße. Oh scheiße. Ja, okay, das war eine scheiß Idee von mir. Das war eine scheiß Idee von mir. Das tut mir jetzt leid. Gobbel, räum bitte mal auf. Ups. Wow, bist sehr gut. Alles klar. Überrascht ihr meinen Quellorden als Zeichen meines Triumphs? Ja, Mensch. Der Quellorden lässt alle Pokémon über Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Pokémon können den Zersnäuder nun jederzeit einsetzen.
und kleine Büsche zerhacken und jeden Wehe freilegen. So, jetzt schenke ich dir das noch, die eine Lieblings-TM. TMF, das Blubstrahl, falls du das nicht weißt. Cool, jetzt haben wir Blubstrahl, Mini. Okay, gut, so viel dazu. Ja, die Queen hätte das auch locker gerollt, also von daher. Vertrauen in unsere Queen, bitte. Also, das nächste Mal wandern wir mal ein bisschen weiter, ja? Und das nächste Mal schauen wir mal, was uns dann widerfährt. Bis dahin jedoch. Ciao, Leute. Bye.